Rule Breakers geht heute Abend los. Neue Spezialkarten in diesem Video gibt's. High Risk, High Reward, Live Trading. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin, deinem Kanal für FIFA Trading Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt direkt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung aktivierst und überhaupt keine Trading-Tipps mehr verpasst. Endlich kommt die erste richtige Promo. Ich sage richtige Promo. Once-to-Watch-Karten sind geil. Ich liebe es, damit zu traden. Aber sie haben ja erstmal kein Upgrade, wenn sie kommen. Aber heute mit den Rule Breakers, wir sehen hier, das wird ja entweder Nainggolan, wenn die diese Karte komplett anders machen, oder wahrscheinlicher, dass Mertens ist, und Harry Kane. Und ich habe mal geschaut, und das erkläre ich euch in diesem Video, was für Links gibt es zu diesen Karten, was passiert, wenn andere Karten irgendwie in Panik bekommen. Es geht also um Trend, Hype, Panik, Angst, Hilfe. Ah! Alter, beruhig dich doch mal. Du wolltest nur noch schnell dieses Video aufnehmen vor der Weekend League und jetzt machst du hier wieder voll den Affen. Okay, Leute, also es geht darum, wenn Promos kommen und Karten vorher genannt werden von EA, so wie jetzt, dass sehr, sehr viele Leute rechnen, dass eben dieser Harry Kane kommt, dann passiert oft eins, alternative Karten dazu sinken. Das heißt, vor 19 Uhr, bevor diese mögliche Harry Kane-Karte in die Packs kommt, sinken andere Karten, weil Leute die aus Panik verkaufen, um die Coins zu haben, um sich dann diese neue Karte zu holen. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit für uns als Trader, dort reinzugehen und solche Karten dann zu kaufen. Das ist die erste Methode, die wir uns hier angucken. Wenn wir also mal schauen, schnelle englische Premier League Stürmer, gibt es einen Vardy, der ist mir zu günstig für diese Methode hier. Vielleicht ist da ein bisschen Profit drin, wenn du eher Low Budget unterwegs bist. Ich bin mir nicht so sicher. Auch wenn diese Trading-Tipps zu teuer für dich sind, schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, weil hier ist, glaube ich, echt ganz, ganz viel wichtiges Wissen dran, was bei so Promotagen passiert. Ganz spannende Karte ist allerdings der Inform Rashford. Der ist ja diese Woche im Team of the Week. Und dieser Rashford ist natürlich eine knallharte Alternative zu diesem Kane. Und er ist in den Pack selbst zu ziehen. Das heißt, er kriegt nach und nach Supply. Könnte eventuell heute zu Lightning Rounds oder so, wenn es sowas von EA gibt. Klar, die wollen ja auch Geld verdienen. Könnte es dort auch sein, dass er nochmal sinkt und dass er vorher auch in Panik gerät. Und das wäre dann eine tolle Möglichkeit für uns zu investieren. Also was mache ich? Ich gehe mal auf den Transfermarkt und ich habe mir einfach von so ein paar Spielern, die hier in dem Video sind, ein paar mehr gibt es noch auf dem Discord, mal aufgeschrieben. Was sind so die Preise heute Mittag, heute tagsüber, wo alle noch am Chillen sind, außer der Idiot, der dieses Video aufnimmt. Und dann habe ich einfach mal geguckt, Rashford, wo liegt der gerade? Wie günstig kann man ihn bekommen? Hab das auf Footbin gecheckt, aber wenn es geht, geh in die Konsole rein, schau da auch nochmal, was er da dann kostet. Und wenn wir jetzt sehen, gucken wir mal, was kostet der Rashford gerade? Ich glaube so 550 ist bestimmt locker einer zu bekommen. So 550 sehen wir schon, 548. Ich sag mal, mit 5 Minuten snipen, was sich ja bei so einer Karte lohnt oder auf Gebote zu gehen, kriegen wir den irgendwie so für 540. Wenn der heute Nachmittag irgendwo tief fällt, ich will jetzt keine Preise nennen, weil wer weiß, wie es sich entwickelt. Nur die Idee dahinter, wenn du siehst, okay, der hat heute Morgen 540.000 gekostet, wenn der jetzt irgendwie unter 500k rutscht, keine Ahnung, ist jetzt hier Xbox, auf PlayStation gilt das Gleiche, nur mit anderen Preisen natürlich. Kannst du ja bei dir auf der Konsole checken oder auf Footbin. Dann ist das eine Möglichkeit zu kaufen, weil so eine Karte wie so ein Rashford, der ist so beliebt, der wird nach der Panik wieder einen Rebound bekommen und du kannst Coins machen. Die zweite Möglichkeit, das sind vier. Die zweite Möglichkeit in diesem Video, die ich dir erklären möchte bei so einem Live-Trading mit Hype und Angst, Panik und alles, in Links zu investieren von neuen Karten. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil es ist ja noch nicht hundertprozentig klar. Ist das wirklich Harry Kane? Ist das irgendeine ganz andere verdammte Karte? Ist der dann Stürmer? Gibt es da Positionswechsel? Was weiß ich? Vielleicht ist er auch überhaupt nicht Meta, keiner will ihn spielen. Er ist Engländer, Harry Kane ist ultra beliebt. Aber ne, wird schon eine Nachfrage sein. Was man jetzt machen kann, ist in Links investieren. Also eine Karte, die ich beobachte, die jetzt heute Vormittag ein bisschen aktuell am Sinken ist und daher für mich immer interessanter wird, ist Raheem Sterling. Denn er ist Engländer, linker Flügel. Das heißt, er wird dann, wenn Harry Kane auch ein Stürmer bleibt, natürlich sehr, sehr schön zu ihm linken. Und ich habe gerade schon mal Footbin gecheckt und er ist immer mehr am weiter runtergehen. Hab gesehen, man bekommt ihn locker jetzt hier so für um die 110. Ich achte dann immer noch ein bisschen auf die Chemistry Styles. Wenn ich so eine Karte kaufe, ist noch mal ein kleiner Bonus on top. Und das ist halt die zweite Möglichkeit, in Links zu investieren. Ist natürlich wirklich die Frage, lohnt sich das? Werden so viele Leute an einem Freitagabend ihr Team umbauen? Aber wenn nach 19 Uhr durch Pack angeboten Sterling zum Beispiel sinkt, wenn wirklich diese Kane-Karte gekommen ist, wenn er vor 19 Uhr durch Panik irgendwie sinkt, ist das eine Option,
hier zu investieren und damit zu traden. Wenn wir schauen, dass sehr, sehr viele Leute halt mit diesen Mertens hier rechnen. Ein Link dazu ist Inform Lozano. Inform Lozano war ein bisschen am Fallen über die Woche hinweg. Viele haben vielleicht mit einem zweiten Inform gerechnet. Durch hat, glaube ich, 2 Tore gemacht bei dem letzten Sieg der Napoli. Und dann kam natürlich der Donnerstag. Weekend League Teams werden gebaut. Die Serie A ist meiner Meinung nach nicht so beliebt wie jetzt die Premier League. Logisch, die Preise sind da auch ein bisschen günstiger und mehr Leute spielen in der Premier League. Aber Lozano echt auf einem starken Rise. Und das liegt nicht nur daran, dass die Leute am Donnerstag Coins bekommen, am Donnerstag ihre Teams bauen, sondern liegt auch daran, dass man halt diesen Mertens antizipiert. Boah, ich habe antizipiert. Richtig ausgesprochen, ich freue mich. Und das ist zum Beispiel so ein League-Investment, was ich jetzt nicht mehr machen würde, weil der ist schon zu stark gestiegen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber wie gesagt, so ein Sterling oder geh einfach selbst rein, such dir andere Spieler. Sind halt ähnliche Optionen. Ich wollte an diesem Lozano nur zeigen, dass sowas möglich ist. Nächstes Beispiel ist Renato Sanchez, der durch Bamba gestiegen ist. Sanchez ist auch out of packs, deswegen war klar, dass er am Donnerstag teurer wird. Aber dass er so teuer wird, liegt halt auch nochmal an diesem Link zu Bamba. Ist eine Karte, die viele Leute gezogen haben, die viele Leute in den Red Picks haben. Und das ist natürlich dann auch die Idee von EA, euch zu zwingen, eure Teams umzubauen oder euch irgendwie zu freuen über den roten Pick und dann das Team umzubauen, so wieder Coins zu verlieren und für uns Trader wieder die Möglichkeit zu investieren. Jetzt habe ich so viel erzählt und nicht eine Karte genannt, die du jetzt sofort kaufen kannst oder so als Trading-Tipp. Aber es war mir unheimlich wichtig, das zu erklären, weil damit, wenn du das einmal verstanden hast und das richtig anwenden kannst, kannst du ultra viele Coins machen. Und weil du bis zum Ende dieses Video geschaut hast, bekommst du noch ein Dankeschön von mir. Wollte ich dir noch eine Karte zeigen, die du heute kaufen kannst nach 19 Uhr, falls da viele Packs kommen. Florent Hani, du siehst ihn hier, Rechtsverteidiger geht so, Linksverteidiger geht so knapp unter den 2K weg. Wenn der heute Abend sinkt, kannst du den kaufen, der ist in den fortgeschrittenen SBCs, weil er halt Linksverteidiger zweite französische Liga ist und deswegen da in diesen ganzen Dingern ist, kannst du ein paar Mal mitnehmen, hast du auch, wenn du das 10 Mal machst, bestimmt fast 10.000 Coins gemacht. Wenn der heute Abend fällt, danke dir fürs ans Ende schauen. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao. Ah ja, und hier, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was zu sagen. Ist noch ein Video zu gucken. Ciao.